Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen unendlich Giftpflanzen Glitchspot zeigen bei dem Modus Aufgeputscht 2 auf der Map Die Maschine. Was ihr hierfür braucht, ist natürlich die Giftpflanze. Ich würde euch empfehlen, macht die Giftpflanze auf Stufe 3, denn auf Stufe 3 macht sie mehr Damage und tötet die Zombies auch besser. Also wenn ihr sie noch auf Stufe 1 habt, dann macht sie am besten auf Stufe 3, dann seid ihr auf... Wenn ihr eure Giftpflanze dann voll habt, Leute, dann begebt euch in den Packerbunch-Raum, aber achtet dabei, dass ihr auf dem Weg immer wieder ein paar Zombies tötet, denn euer Timer läuft ja noch weiter und es kann sein, wenn ihr halt Türen aufkauft, dass die Zombies erst später spawnen. Also macht es so, wie ich im Video, geht immer so ein bisschen zurück oder haltet Ausschau nach Zombies, damit euer Timer nicht leer geht. Im Packerbunch-Raum angekommen, Leute, müsst ihr hier unten an die Treppe. Stellt euch dahin, springt einmal, lauft so ein kleines bisschen in der Luft, so nach links, bis ihr da oben stehen bleibt. Und wenn ihr hier oben seid, dann lauft ihr so am Rand entlang, so wie ich. Aber passt auf, Leute, wenn ihr zu sehr gegen die Wand läuft, dann werdet ihr so nach hinten gepusht. Und fliegt hier dann runter, Leute. Jetzt versammeln sich die Zombies alle unter euch. Jetzt wartet, bis ihr eine große Menge an Zombies habt. Achtet dabei jedoch auf euren Timer. Ihr könnt zwischendurch immer wieder einen Zombie töten, damit euer Timer nicht ausläuft, Leute, so wie ich es tue. So. Okay, dann wartet ihr, bis ihr eine Menge Zombies hier unten habt. Wenn ihr dann genügend Zombies unter euch habt, dann geht hier runter, so wie ich es tue. Und sobald ihr den Boden berührt, aktiviert ihr eure Giftpflanze. Die Zombies sterben dann und die Giftpflanze bleibt dort stehen. Dann müsst ihr wieder hier auf dieses Geländer drauf, Leute. So einmal hochspringen und ein bisschen so nach links dann, dass ihr halt da auf diese Kante drauf springt. Das dauert jetzt gerade bei mir ein paar Versuche, weil ich das ein bisschen hektisch mache. Also immer mit der Ruhe. Wie gesagt, ihr geht auf dieses Geländer hier drauf, Leute. Dann springt ihr so leicht hoch und so, dass ihr auf die Kante hochkommt. Hier läuft ihr wieder so wie ich am Rand entlang. Passt auf, dass ihr nicht zu weit gegen diese Barriere läuft, sonst fliegt ihr hier runter. Und dann bleibt hier stehen, wo ich stehen bleibe, Leute. Wenn ihr dann hier seid, versammeln sich alle Zombies unter euch und sie sterben. Zudem würde ich euch empfehlen, nehmt euch das Juggernaut Perk und schnell Wiederbelebung, weil die Megatrons treffen euch ab und zu mal. Und um auf Nummer sicher zu gehen, nehmt dann Jugger und Quick Revive mit, damit ihr das Ganze dann auch heil übersteht. Wie ihr seht, ist der Megatron unter mir und stirbt. Und so, wenn er sich gesplittet hat, dann werden auch die zwei Hälften sterben. Lasst am besten auch den Strom aus, dann kommen auch keine Hunde. Und Leute, es gibt ja zurzeit aktuell diesen XP-Bug, sodass ihr die Medaille nicht bekommt. Ihr müsst halt zwischendurch immer wieder die Schießen-Taste drücken oder die Interagieren-Taste, halt immer wieder irgendwelche Tasten drücken, damit ihr die Medaillen bekommt. Ihr könnt auch gerne, falls ihr PC-Spieler seid, ein Makro laufen lassen oder einen Autoklicker nehmen und einfach eure Fettausrüstung zum Beispiel drauf keybinden, sodass ihr die immer wieder triggert, dann bekommt ihr auch wieder die Medaillen. Ansonsten war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und wenn ihr noch kein Abo bei mir habt, könnt ihr das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video oder zum nächsten Stream. Ciao.